Jesus macht deshalb diese radikale prophetische Handlung der Tempelsäuberung als einen Ausdruck der leidenschaftlichen Liebe Gottes zu allen Menschen. Es geht also auch nicht darum, jetzt zu strafen oder irgendwas kaputt zu machen. Der radikale Jesus, das ist mein Thema im 5. Vortrag der Jesus-Serie. Ich folge grob dem Buch von Guido Baltes und meiner selbst, Roland Werner, Faszination Jesus, was wir wirklich von Jesus wissen können, dass es in vielen Auflagen in Deutschland inzwischen gab und jetzt auch in verschiedenen anderen Sprachen. Was mein Ziel ist, ist neu das Panorama zu öffnen, wer war Jesus wirklich? Und das haben wir getan, indem wir uns zuerst mit den Bildern über Jesus auseinandergesetzt haben, dann an den geschichtlichen Jesus nicht nur ein, sondern gleich zwei Vortragsblicke gerichtet haben und dann uns mit der Attraktion Jesu beschäftigt haben, mit seinen Worten, seinen Werken, seinen Wundern und letztlich auch mit seinem Wesen. Und jetzt beim Wesen geht es ein bisschen weiter, nämlich um das Thema, wie radikal war Jesus, wie radikal darf Jesus eigentlich sein? Einer meiner Lieblingsaussprüche von Jesus steht in Lukas Evangelium Kapitel 10, Vers 49. Da sagt Jesus, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf der Erde. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Man kann auch es übersetzen, ich bin gekommen, ein Feuer zu werfen auf die Erde. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Ja, kann das denn wirklich sein? Jesus als der Brandstifter, Jesus als der Feueranzünder, der Feuerwerfer. Wie ist das denn zu verstehen? Und das hängt wieder mit diesen Bildern zusammen, die wir von Jesus haben. Und je nach Couleur, je nach Leidenschaft und Geschmack, möchten wir Jesus lieber so, lieber so, lieber ein bisschen soft, lieber ein bisschen härter, ein bisschen radikaler. Am besten radikal zu den anderen und soft zu uns. Das ist ja auch immer sehr nett. Das ist dann die Lieblingsversion. Wenn man also über den radikalen Jesus nachdenkt, da kommt man sehr schnell an diese Stelle, die auch in den Evangelien an mehreren Stellen berichtet wird, wo Jesus den Tempel reinigt. Dazu kann ich übrigens auch die Bücher von Guido Baltes sehr empfehlen, der uns den jüdischen Jesus, Jesus in seiner Geschichte und in seinem Kontext sehr gut entwickelt und entfaltet. Und deswegen kann ich das hier kurz machen. Es gab im Tempel in Jerusalem zur Zeit Jesu nach dem großen Umbau, den Herodes der Große ja initiiert hat und der dann auch noch Jahrzehnte weiterging, der auch nie ganz, ganz fertig wurde bis zur Zerstörung des Tempels im Jahre 70, gab es diese Abteilung des Vorhofs der Heiden. Das war der erste, da durfte jeder rein, also auch die Heiden, natürlich durften die Juden da auch rein, ist klar. Aber dadurch, dann gab es dann eine Grenze. Übrigens hat man auch solch ein Schild gefunden, ein gemeißelter Stein, wo es steht, dass man hier nicht weiter darf, wenn man nicht Jude ist. Und dann gab es dann den inneren Vorhof und dann gab es das Heiligtum selbst und das Heilige und das Allerheiligste. Also es war sozusagen skaliert. Und jetzt war es so, dass im Tempel es eine eigene Tempelwährung gab. Und diese Tempelwährung war die, mit der man die Opfertiere bezahlte und kaufte, damit man sie dann opfern kann. Man hätte natürlich auch potenziell von zu Hause irgendwo von Galiläa oder Bethlehem ein Opfertier mitbringen können, aber natürlich einfacher war es, es vor Ort zu kaufen. Und dann musste man erstmal das Geld wechseln, also das normale Geld musste man in Tempelgeld umwechseln, um dann damit die Tiere zu kaufen. So. Und da war dann also ein großer Markt, da gab es diese Wechselstubel oder Wechselstände, dann gab es die Tierverkäufer und großen Lärm. Jesus geht da rein, so wird uns berichtet, und zeigt sich ganz anders, als wir ihn sonst kennen. Er zeigt sich radikal, er zeigt sich erzürnt. Er nimmt eine Peitsche, die Pflicht er selbst, und geht dann durch und peitscht mit der Peitsche und ruft alle raus hier. Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Er stößt die Tische der
Geldwechsler um, die Tauben, den sagt er, trag die Tauben weg. Also er hat nicht die Tiere da beschädigt oder so. Es wird auch differenziert dargestellt. Aber was ist denn dahinter? Dahinter ist dieses Feuer, das Jesus auf die Erde werfen will. Es ist diese Leidenschaft. Und es wird dann auch erklärt als eine prophetische Handlung, die ihre Wurzel im Alten Testament hat, wo es an einer Stelle heißt, der Eifer um dein Haus, der Zorn für dein Haus hat mich erfasst, hat mich fast aufgefressen. Also Jesus eifert für das Haus Gottes. Aber wofür eifert er? Er eifert darum, dass Platz ist für die nicht-jüdischen Völker. Weil das war genau der Sinn dieses Vorhofs der Heiden, dass auch die, die nicht zum Volk Israel gehörten, am Tempel beten konnten, dass sie eine Gottesbegegnung haben können. Und Jesus macht deshalb diese radikale prophetische Handlung der Tempelsäuberung als einen Ausdruck der leidenschaftlichen Liebe Gottes zu allen Menschen. Es geht also auch nicht darum, jetzt zu strafen oder irgendwas kaputt zu machen. Ich habe auch schon Leute gehört, die waren sehr zornig und haben Menschen angeschrien und haben gesagt, ja, Jesus hat es ja auch gemacht. Aber der Ton, das Wesen, der Duktus war völlig anders. Hier geht es ja darum, dass Raum geschaffen wird für die Gottesbegegnung und dass die, die ansonsten ausgeschlossen gewesen wären, weil sie keine Juden waren, dass sie hineinkommen dürfen in die Gegenwart Gottes. Jesus macht also wie die Propheten vor ihm, und er war ja ein großer Prophet neben allem anderen, und auf das, was Jesus war, wer er war, seine Titel kommen wir in einer späteren Folge, macht er es, dass er nicht nur mit Worten redet, sondern eine prophetische Zeichenhandlung hier nutzt, in der er aufdeckt, dass das Volk Gottes, das ein Licht für alle sein sollte, Gott eigentlich längst verdrängt hat von dem Ort, an dem er Menschen begegnen will, anstatt es möglich zu machen, dass viele zu Gott finden, hindern diese vermeintlichen Dienste Gottes genau das. Und dann kann Gott in solchen Situationen nur noch mit Gericht antworten. Also, das kam natürlich nicht gut an, weil Jesus tut so, als hätte er Hausrecht im Tempel. Die das Hausrecht aber meinten zu haben, die Hohenpriester, die Priesterklasse, die Leviten, alle, die da Verantwortung hatten, können das natürlich nicht akzeptieren, dass er sich da so aufführt, als hätte er das Hausrecht. Und das ist schon sofort wieder die Frage, wessen Tempel ist das und wer ist eigentlich wer? Und spätestens diese Aktion führt sie zu einer Opposition zu Jesus, die letztlich dazu dann führt, dass sie ihn beseitigen wollen. Weil er natürlich auch ihre Autorität damit ganz in Frage gestellt hat, weil sie waren es ja, die es zugelassen haben, dass diese ganze Geschäftemacherei dort im Vorhof der Heiden passierte. Und so musste es einen Zusammenstoß geben zwischen Jesus und den Führern des Volkes. Und jetzt wird uns berichtet im Evangelium, dass Jesus, der das ja zur Zeit eines Festes machte, wo es besonders voll war, dass der nicht in Jerusalem übernachtete, vielleicht auch als eine prophetische Zeichenhandlung, er will nicht in Jerusalem übernachten, vielleicht aber auch einfach nur aus praktischen Gründen, er übernachtet in Bethanien im Haus seiner Freunde Martha, Maria und Lazarus, und er muss dann runtergehen. Wer das kennt, der weiß, Bethanien ist so ein bisschen auf der Seite des Ölbergs Richtung Jericho. Man muss über eine kleine Kuppe gehen, dann sieht man Jerusalem vor sich. Man geht den Ölberg runter ins Kidrontal, geht wieder hoch und kommt dann über diese großen Treppen, die es damals ja noch gab, die zurzeit auch gerade wieder ausgegraben werden. Teilweise kann man entweder von der Südseite da zum Tempel hin, oder man ging noch einen anderen. Es gab ja mehrere Eingänge. Und auf diesem Weg wird berichtet, Jesus sieht einen Feigenbaum. Und dann ein weiteres, ja, radikales Geschehen im Leben Jesu. Dieser Feigenbaum, er schaut sich den an und er sieht keine Früchte, er hat aber Hunger. Und dann verflucht er den Feigenbaum und sagt, von dir sollen nie mehr Früchte wachsen. Und als sie abends zurückkommen, ist dann der Feigenbaum verdorrt. Und die Jünger fragen sich, was war das denn jetzt, ne? Jesus, der ja sonst immer heilt
und der sozusagen immer das Leben fördert und das Leben ermöglicht, der die Blinden wieder sehend macht, der die Lahmen gehend macht, der die Toten sogar auferweckt, der lässt jetzt hier so einen Baum verdorren. Was ist das denn? Aber hier sind wir auch bei einem Zeichen, das in seiner Radikalität ein Ruf zur Umkehr zu Gott ist. Wir müssen das verstehen, dass auch die Gerichtshandlungen in der Bibel, bei Jesus, aber auch im Alten Testament schon letztlich ja nicht schicksalhafte Ereignisse sind, so in dem Sinne von, das kommt jetzt automatisch und da spielt sich jetzt was ab, da rollt sich jetzt was ab, was sozusagen vorprogrammiert ist, sondern dass auch die Gerichtsandrohungen des Alten Testamentes bei den Propheten, aber auch bei Jesus im Grunde eine ganz andere Zielrichtung haben, nämlich die Zielrichtung der Wiederherstellung und der Umkehr. Ja, und deswegen wundern sich manche, ich habe schon mal eine Diskussion gehabt, ob Gott wankelmütig sei, weil er ja dem Jona sagt, er soll verkündigen, Ninive wird untergehen und dann hinterher geht Ninive nicht unter. Und was ist das denn für ein Gott, der ändert seine Meinung? Nein, Jona bringt ja diese Nachricht, damit sie sich abwenden von ihren falschen Wegen und hinwenden zu Gott. Und so ist es auch hier. Aber es ist schon radikal. Man merkt das, dass das jetzt hier nicht aus einem Zorn ist oder aus einer Aggressivität oder Gewalttätigkeit, weil uns der Evangelist Lukas noch ein Detail erzählt, was man unbedingt dazu mitdenken und mitverstehen muss. Dass Jesus, als er auf dem Ölberg steht in diesen Tagen und Jerusalem sieht, dass er über Jerusalem weint. Also er schäumt nicht vor Zorn über Jerusalem, sondern er weint und sagt, Jerusalem, Jerusalem, die tötest die Propheten und die verfolgst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich dich bei mir versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann sieht er prophetisch diese Zerstörung Jerusalems voraus und sagt, es wird kein Stein über dem anderen bleiben und Jesus weint. Er zeigt sein Herz, das voller Barmherzigkeit ist. Und deswegen ist die Radikalität Jesu die Radikalität seiner Liebe. Aber bei ihm ist Wahrheit und Liebe nicht getrennt, wie es bei uns manchmal ist, sondern es ist bei ihm heißt ist, dass wenn ich mich ganz der Liebe anvertraue, dass ich auch ganz bei der Wahrheit bin. Und deswegen, und das gehört zu seiner Radikalität dazu, ist ganz zentral für Jesus der Ruf zur Umkehr. Die synoptischen Evangelien berichten es in den allerersten Versen, dass Jesus auftritt und die Menschen ruft, kehrt um, denn die Herrschaft Gottes ist nahe herbei gekommen. Und dann wird der Bezug auf den Propheten Jesaja auf Kapitel 40 gemacht, wo es heißt, bereitet dem Herrn den Weg, macht seine Steige eben, alle Täler sollen erhöht und alle Berge erniedrigt werden. Das ist die Botschaft, die Jesus bringt, die Botschaft der Umkehr eines radikalen Neuanfangs, eines Wechsels, eine Veränderung, nicht nur der Einstellung, eine Gesinnungsänderung, so könnte man ja Metanoia auch übersetzen, sondern diese Gesinnungsänderung, dieses Umdenken führt zu einer totalen Lebensveränderung, zu einer Umkehr. Und diese Radikalität ist so wie bei Johannes. Johannes war genauso radikal, bereitet dem Herrn den Weg. Jesus nimmt das dann weiter und sagt, ja, in seiner Bergpredigt, die ja auch, wenn man sie richtig liest, unglaublich radikal ist. Er sagt, es gibt zwei Wege. Es gibt den breiten Weg, somit endet er die Bergpredigt. Den breiten Weg, da gehen ganz viele, der ist leicht, da kannst du gut drauf gehen, aber er führt letztlich zum Untergang. Oder es gibt den schmalen Weg mit einer engen Pforte, durch die du hindurchgehen musst und nur wenige finden ihn. Und auch das wiederum nicht als beschreibend, so ist das und das, ich habe schon abgezählt und vorausbestimmt, sondern auch wiederum als eine Warnung. Und die Bergpredigt als dieses Manifest des Reiches Gottes ist ein Ausdruck eines umdenkenden Lebens. Vielleicht kann man es so sehr gut sagen. Es fängt an mit den sogenannten Seligpreisungen. Selig sind die,
geistlich Armen, die ganz auf Gott sich verlassen. Selig sind die Hunger und Dürsten nach Gerechtigkeit. Selig sind die barmherzig. Selig sind die reinen Herzens sind. Selig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet. Also Jesus dreht alles um. Das ist ein radikaler Neuansatz. Wenn man das Leben Jesu mal weltgeschichtlich anschaut, und Markus Spieker hat das in seinem Buch Jesus, eine Weltgeschichte gemacht, das ich auch sehr empfehle. Ich durfte das auch im Vorfeld lesen und ihm da auch einige Hinweise geben, die er dann auch meistens, die guten von mir, die schlechten nicht, übernommen hat. Zeigt auf, dass Jesus eine weltgeschichtliche Wende eingeleitet hat. Also dieses dreht euch um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, hat eine absolute Wende in der gesamten Weltgeschichte ausgelöst, das Leben Jesu. Wir können uns eigentlich das prächristliche Europa gar nicht mehr vorstellen. Das vor Jesus, vor diesem radikalen Jesus mit seinem radikalen Umkehrruf. Ich gebe ein Beispiel. Wie kommt es eigentlich, dass die Norweger, Schweden, Dänen, Isländer, die heute zu den nettesten und friedlichsten Menschen dieser Welt gehören, die unglaublich liebenswürdig, tolerant, zurückhaltend sind, so geworden sind, während ihre Vorfahren noch vor gut 1000 Jahren hier nach Zentraleuropa und noch weit darüber hinausgekommen sind, mit ihren Booten und mit ihren Steinäxten und hier alles gebrandschatzt haben. Meine Heimatstadt Duisburg ist auch von Wikingern mal überfallen worden, nicht nur einmal, kann man sich gar nicht kaum vorstellen. Die sind auch die Seine runter, bis nach Paris. Die haben alles kurz und klein gehauen, haben die Frauen und Kinder als Sklaven geraubt, haben die Männer umgebracht, haben vergewaltigt, haben gebrandschatzt, haben geklaut. Sie waren sozusagen der Schrecken Europas über 200 Jahre, brutal bis zum Letzten. Und auf einmal werden sie zu friedlichen Bauern und zu netten Menschen. Oder gut, ab und zu gibt es noch einen Krieg, aber insgesamt eine unglaubliche Veränderung. Wie kommt das? Ja, sie sind getauft worden. Sie sind als Völker durch die Verkündigung des Evangeliums, durch das Eingehen auf diesen Umkehrruf Jesu, sind sie verändert worden. Und ein Beispiel für weltgeschichtliche Bedeutung Jesu. Ich habe selbst die Gelegenheit gehabt, in West-Papua, so sagt man heute, früher sagte man Irianjaya, dem westlichen Teil der Papua-Insel, mit Menschen zu sprechen, die erste Generation Christen waren und die selbst noch bei kannibalistischen Malen mitgemacht haben und bei Feindschaft, bei Blutrache hin und her. Und natürlich ist auch bei uns im Westen gibt es sowas leider auch, dass Leute sozusagen bis sich auf den Tod gegenseitig bekämpfen, bis hin zu Völkern oder Aggression, wie wir sie jetzt ja auch leider erleben, dass da was in der Ukraine geschieht. Also das ist irgendwie immer noch around the corner, es ist immer noch relativ nah. Und dennoch ist etwas passiert, auch da in Irianjaya. Und ich habe sie gefragt, habe gesagt, was ist denn anders geworden? Ja, wir leben jetzt in Frieden miteinander. Und wir haben keine Angst mehr, dass wenn wir aus dem Haus gehen, jemand aus dem Nachbardorf, mit dem wir eine Blutfehde haben, der uns sozusagen hinterrücks umbringt mit einem Giftpfeil. Der radikale Jesus ruft zu einer radikalen Umkehr und er macht deutlich, es geht um alles oder nichts. Es gibt nur einen richtigen Weg, es gibt nicht zwei richtige Wege. Die Werte werden umgewertet und es ist dann in dem neuen Gesetz des König Jesus eine neue Wirklichkeit, die sich entfaltet. Und deswegen ruft Jesus, und das ist durchgehend in den Evangelien, zu einem radikalen Leben mit mir. Verkaufe alles, was du hast, folge mir nach, lass alles hinter dir. Jemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, dem gelingt es nicht im Reich Gottes. Das funktioniert nicht. Du musst auf der klaren Linie sein. Und das, was du tust, muss ein Ja, Ja sein und ein Nein, Nein. Du darfst vertrauen und du darfst nicht, das eigene Recht in den Vordergrund stellen. Ich könnte jetzt so weitermachen, ich will das nicht tun. Ich empfehle auch, wer sich darin vertiefen will, hier
das Kapitel 4 in Faszination Jesus, wo wir das noch deutlicher dargestellt haben, die Radikalität auch der Anforderungen von Jesus. Vielleicht eine der für uns alle immer wieder wichtige Frage ist die radikale Lehre über die letzte Verbindlichkeit im Leben, wo Jesus sagt, du kannst dich Gott gleichzeitig dienen und dem Mammon. Wo du entweder dich entscheidest, ihm zu vertrauen, oder du entscheidest dich, dem Gott dieser Welt, dem Geld zu vertrauen. Und das ist auch eine radikale Frage, die sicher für uns in der westlichen Christenheit wichtig ist. Und so kam es natürlich auch aufgrund der Radikalität von Jesus zu einer Entscheidungsfrage bei jedem Einzelnen. Es kam zu der Entscheidungsfrage auch beim Volk damals. Hat er das Recht, zu solch einer Radikalität aufzurufen und so radikal uns auf den Weg Gottes zu rufen? Oder ist er ein falscher Prophet? Oder was machen wir mit Jesus? Die Radikalität ist ja die Radikalität der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und ebenso sollst du deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Die Radikalität der Liebe. Mir geht es so, dass ich merke, dieser Aspekt des Neuen Testamentes, dieser Aspekt von Jesus, ist der, mit dem ich mich am schwersten tue. Weil ich lebe hier so wie ja viele von uns in einer relativ gesicherten Existenz. Alles, was irgendwie radikal ist, ist ja potenziell verstörend, könnte mich so herausfordern aus der Komfortzone, das mag ich vielleicht nicht. Und dennoch gehört das dazu. Bei Glauben denken wollen wir in dieser Jesus-Serie Wege schaffen, Spuren legen, dass man neu auf Jesus schaut. Und vielleicht ist das jetzt mal eine Übung, die jemand, der das jetzt gesehen hat, gehört hat, mal für sich in den nächsten Tagen, Wochen mal übernimmt und sagt, ich will mal das Neue Testament, ich will mal die Evangelien lesen, neu lesen unter dem Aspekt der Radikalität. Wo ist Jesus in seinen Aussagen, in seinen Handlungen so radikal, dass es mich in Frage stellt? Und da geht es wie immer wieder darum, nicht die anderen in Frage zu stellen und mit den Fingern auf andere zu zeigen, sondern so wie Jesus sagt, der Berg, in dem Gleichnis mit dem Balken und dann später auf den eigenen Balken zu schauen. Wo sind meine blinden Flecken? Wo habe ich einen dicken Balken und kann gar nicht sehen, dass ich eigentlich zu denen gehöre, die sich ändern sollen? Soweit mein Gedanke zum radikalen Jesus. Ich hoffe, es hat einigermaßen angeregt und ich lade ein, weiter zu hören die nächsten Folgen. Wir werden natürlich auch noch über Jesus und seine Kreuzigung reden, über seine Auferstehung in dieser Jesus-Serie. Aber auch ansonsten gibt es bei Glauben denken viele interessante Vorträge zu unterschiedlichsten Aspekten. Wenn es gefallen hat, bitte weitersagen, bitte abonnieren, bitte andere dazu einladen, darauf aufmerksam machen. Weil es ist so wichtig, dass wir Glauben und Denken zusammenkriegen, wenn es um unser Leben und wenn es um Jesus geht.